Einen wunderschönen guten Tag zu Sephiroth und Legend of Mana. Jetzt muss ich wieder erstmal diesen komischen Kram wiederfinden. Wo ist denn da? Denn der Blechwalzer hat sich so eine schöne Begrüßung gewünscht. Oh Mann, ey. Ja, das zeugt von Qualität und von der Hilfe der Ämter, wenn die Mitarbeiter anfangen, WoW zu spielen. Ich wollte einfach mal ein bisschen was ausprobieren, mit euch ein bisschen ins Gespräch, in den Dialog kommen. Das ist eine Sache, die betrifft natürlich nicht nur die Leute hier im Twitch-Chat, sondern auch am Ende die Leute bei YouTube. Denn ich habe die Frage in den Raum geworfen. Mal gucken, wie es denn so ankommt. Meine Frage lautet: Spieleentwicklung. Wenn ihr ein Spiel entwickeln könntet oder wolltet, welches würde es sein? Also nicht welches im Sinne von, ich will unbedingt ein Final Fantasy bauen, sondern halt eben, welches Genre soll das sein und warum ausgerechnet dieses Genre? Und ja, ich würde auch mal sagen, legt los. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich werde dazu auch gelegentlich das ein oder andere Mal was zu sagen, denke ich mal. Wir sind hier immer noch auf der Feenquest im Spiel in Legend of Mana. Aha, okay. Das ist mal interessant. Die Gegner leveln scheinbar doch nicht mit. Ich habe mich geirrt. Ich habe mich das letzte Mal sehr doll gefragt, ob die Gegner mitleveln. Tun sie nicht. Dafür hacken wir die jetzt einfach so rum. Bin schön. So, der Punkt ist, diese Quests hier sind sehr, sehr krasse Irrgärten. Deswegen habe ich mir so eine kleine Map geschnabuliert, damit ich weiß, wo ich hin muss. Denn geht jetzt auch nur noch um den Story-Part und wir wissen jetzt, dass Mathilda irgendwie ziemlich an Lebenszeit einbüßen musste. Und wir sollen jetzt ihren einen Freund aus Kindheitstagen wohl irgendwie finden und so Dinge machen. Keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht, wo genau das hinführen wird. Aber das Spiel wird uns das sicherlich noch rechtzeitig zeigen. Na komm, Drache, mach den kaputt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Drache ein bisschen nutzlos ist. Also, ihr wolltet unbedingt hier diese diese Questlines haben. Das Schöne ist eigentlich, dieses Spiel hat halt eben hat nur einen einzigen Story-Arc, also einen, der uns betrifft, und der bedeutet einfach so viel wie suche den Mana-Baum, aber wir haben den ja quasi schon gefunden. Jetzt geht es im Endeffekt nur noch darum, die Welt noch ein bisschen mit mehr Leben auszufüllen. Oh, hier war ich noch nie. Das ist ja interessant. So, ihr Feen seid eh schon Freunde von mir. Das ist okay. So, ich hoffe einfach mal, dass wir hier jetzt richtig sind. Und dass ich mich nicht gänzlich verirrt habe. Nee, das sieht gut aus. Weißt du was von Feen und...
was Feen und Menschen unterscheidet. Unsere Welten, unser Aussehen, ich weiß es nicht. Seien wir ehrlich, wir sind alle gleich. Wie 1 Million Sterne, die sich in der Wasseroberfläche eines Sees spiegeln. Auch für mich ist es schwierig, dieses Konzept nachzuvollziehen. Okay. Vielleicht gelangt man in die Welt der Feen, indem man in einem ihrer magischen Kreise springt. Vor einer Weile war eine Frau hier, die mich danach gefragt hat. Okay. Meinetwegen. Mal gucken, ob das vielleicht sogar schon ausreicht. Mal mit dem Typen gesprochen. Ja, perfekt. Die ist neu. Bist du den ganzen Weg gekommen, um nach mir zu suchen? Ja. Danke. Aber anscheinend bin ich nicht mal ansatzweise dort, wo ich sein müsste. Hast du Toto zugehört? Ja. Ich bin hergekommen, um Irwin zu finden. Ich schätze, es stimmt. Er versteckt sich im Feenwald. Er hat es auf Mathildas Kräfte abgesehen? Oder will er sich an Eskard rächen? Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Mach's gut. Okay, ich laufe hier einfach mal hinterher. In der Hoffnung, dass das runter, würde ich behaupten. Das sind viele Erfahrungspunkte, die nehme ich gerne. Hey, nicht meinen Angriffen ausweichen. Sterben sollst du? Na gut, zu meiner Frage. Ich glaube, ich würde ein Rollenspiel machen. Also ähnlich so ein Action-Rollenspiel. Ich weiß, ich bin mittlerweile so ein richtiger Fan von Action-Rollenspielen geworden. Ist eine Weile her, nicht wahr, Dana? Du wirkst richtig erwachsen und dämonisch, Irwin. Wie ich höre, hast du die Feen auf deiner Seite. Also, was hast du vor, Großer? Kommt ganz drauf an. Zu was bin ich fähig? Beantworte einfach meine Frage. Raus damit! Was wirst du tun, um Mathilda zu helfen? Seit ihrem Zusammenbruch in den Minen altert sie unglaublich schnell. Eskard zufolge liegt es daran, dass du ihre Elementarkräfte geraubt hast. Du tötest meine Freundin. Und ich kann nichts tun, um das zu verhindern. Tja, so ein Pech. Oh, sei still. Gib ihr die gestohlene Elementarkräfte zurück. Richte Mathilda etwas von mir aus. Sag ihr, wenn alles ein Ende findet, wird sie begreifen, dass alles ein Traum war. Wie unfassbar stark ist er geworden. Ich glaube, da müssen wir hinterher. Das ist bei den Leuten hier, also warum sie nicht einfach fragt, ob ich hier helfe. Die sind hier alle viel zu, die wollen keine Hilfe. Die fragen nicht danach. Also selten fragen sie danach. Oh, nein, das werde ich nicht schaffen. What the... Hell, Fürst Irwin löscht die Schatten in uns aus. Er lässt die Ewigkeit beginnen. Was könnte das bedeuten? Oh, das ist ja ein süßer Pudel. Och, ernsthaft daneben. Hallöchen X-Gamer, schön, dass du da bist.
Okay, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil jetzt kommt hier irgendwie so ein Britzelblitzzeug. Wie soll man dem ausweichen? Ich check's nicht. Dem kann man nicht ausweichen, wie frech. Ganz weit weg. Das war jetzt nur minimal knapp hier. Aber nur minimal knapp. Nein! Okay, das war's. Greift jetzt meinen kleinen Drachi an. Sag ich ja. Und das war's. Nochmal. Diesmal klatsche ich ihn aber richtig. Das könnte er mir glauben. Diesmal wird er mir nicht meinen mächtigen Schlag. Nein, diesmal wird er meinem mächtigen Schlag nicht entkommen. Und er ist ihm entkommen. Na, naja, das ist dieser Blitz. Ich weiß nicht, wie man diesem Blitz entkommen kann. Muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben dafür. Oh. Oh boy. Ich hätte noch mehr in petto. So, und jetzt gibt's ihn. Der hat wieder nicht getroffen. Und na, man kann nach unten nicht ausweichen, man kann nach oben nicht ausweichen. Oh, ist das dreist. Hinter ihm. Aber wenn er da in der Ecke steht, kann man nicht hinter ihm. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Komm. Match ihn einfach. Och, ne! Wo? Knappes etwas. Oh, schon wieder knapp. Nein! Komm, Drache! Du machst das jetzt? Wenn nicht, bin ich hier sauer. Das sind nur noch 1% oder so. Komm schon, Drache. Mach irgendeinen coolen Angriff. Mach was Cooles! Oder mach irgendwas, was lange dauert, dass ich am Leben wieder zum Leben erweckt werde. Hauptsache, überlebt den Scheiß. Komm, 21. 23. 23. Hier. Nein! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin natürlich auch blöd. Ich könnte natürlich auch ein bisschen Magie einsetzen. Wenn ich schon auf Entfernung gehe.
Das Fiese ist halt echt, dass man keine Gegenstände im Kampf einsetzen kann. Komm schon. Na also, aller guten Dinge sind drei. Macht er wieder den Blitz? Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt er wieder mit seinen Blitzattacken. So, einfach in der Ecke stehen und draufklatschen. Mal gucken, vielleicht erwische ich ihn jetzt. Ja, ich erwische ihn. Nice, das war's. So, her mit den Erfahrungspunkten. Lauch. Yay, Level up. Hast du herausgefunden, was mit Dana geschehen ist? Sie ist im Feenland. Sie ist am See verschwunden. Ich würde behaupten, sie ist im Feenland. Sie ist ins Feenland gegangen. Ist Irwin dann auch dort? Nein, ich sollte die Frage nicht, keine Fragen mehr stellen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich habe selbst oft Feen gesehen. Eskard, mochte es nicht, wenn ich mit ihnen sprach, schnitt er immer Grimassen. Darüber sprachen wir, als er eben hier war. Er sagte, dass er sie nun sehen kann, wenn auch nur undeutlich. Vielleicht leben sie auch immer noch hier irgendwo. Mathilda? Kenne ich dich? Wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen, Mathilda. Erinnerst du dich nicht an mich? Ich heiße Selva. Selva? Von den vier Winden? Einer der Weisen? Genau der. Als du noch ein kleines Kind warst, habe ich dich oft besucht. Und ich kenne dich gut. Dann weißt du, dass Irwin mir meine Elementarkräfte geraubt hat. Gewiss weiß ich das. Wenn sich eine Ära dem Ende zuneigt, ist alles möglich. Das Ende einer Ära? Kannst du die Zukunft voraussehen? Was wird aus Irwin und Eskard? Über die Zeit, über die Zukunft entscheiden jene, die sie gestalten. Du, Dana, Eskard, Irwin, Elazuik, Perle, Lark, Sierra und Elisha? Denkst du das auch? Darauf hatte ich gehofft. Oh, ich erlaube mir kein Urteil über die Entscheidung der Weisen. Olbon der Krieger, Gaia die Erde, Rosiotti die Kreatur, Toto die Schildkröte, Pokiel der Vogel und Selva von den vier Winden. Und du wirst die siebte Weise. Aber warum ich? Du bist diejenige, die diese Ära beenden wird. Ich weiß, meine Selbstsucht hat Chaos heraufbeschworen. Ich habe Irwin geliebt. Ich verdiene es, bestraft zu werden. Bitte lass mich auf diese Weise sterben für die Welt. Mathilda, du darfst lieben, wen immer du möchtest. Die Menschen sind das Licht, doch sie fürchten die Schatten, die sie werfen. Dabei existieren diese Schatten gar nicht. Du verstehst, was ich sagen möchte, oder? Mein ganzes Leben lang habe ich nichts als Schatten gesehen. Richte deinen Blick alleine auf die Zukunft. Deine Schuldgefühle verschließen lediglich die Tür zu deinem Herzen. Öffne dein Herz, Mathilda. Vergib dir selbst. Bald wird der Fluss der Zeit eine andere Richtung einschlagen. Alle Geschöpfe werden frei sein. Das klingt so ein bisschen nach dem, was wir hier vorhaben, oder was uns angeht.
Aber tatsächlich müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen, wo es jetzt als nächstes hingeht. So. Also im Grunde wurde ja schon alles wurde gerade eben gesagt, dass wir so unter die Blume gesagt, dass wir mit den Weisen sprechen sollen. Und Pokiel ist auf jeden Fall, oder war zumindest da, genau, in der Ulkan-Mine. Da war auch, wie hieß er, Watz? Nee, nicht Watz. Oh, hieß er doch Watz, der Schmied? Ach, sieh da mal, da ist er ja schon. Die Erde erzählt uns von dem Kosmos und all seinen uralten Erinnerungen. Wenn das Gras sprießt und die Steine singen, erhält Licht die Erde. Das Licht funkelt auf den Federn der Paradiesvögel. Befreie dich von den Fesseln der Zeit, erfahre, was Freiheit bedeutet. Da haben wir's. Okiel, der Traumdeuter. Wer ist da? Ich gehe davon aus, dass du kein weiterer Dämon bist. Ich suche Irwin. Er hat nicht nur Dämonenblut in sich. Seine Gedanken, seine Taten, alles an ihm ist dämonisch. Ich muss etwas gegen ihn unternehmen, bevor es zu spät ist. Ach. Denn letzten Endes wird er Unglück über diese Welt bringen. Mathilda, du bist so naiv. Er hat dich dazu gebracht, den Tempel zu verlassen. Okay. Damit haben... Ich glaube, das ist hier... Wie heißt denn gleich? Ich habe seinen Namen vergessen. Mathilda, der andere Dude und sein anderer Freund. Irgendwie so. Ich meine, die waren ja eigentlich alle drei irgendwie befreundet und irgendwann war der eine der Meinung, der Dämon ist voll böse, also muss ich den jetzt besiegen. Und dann wurde die Elementarmagie geklaut oder sowas, oder die Elementarkräfte, und hast nicht gesehen. Bist du in Eile? Ja, irgendwie schon. Ich suche einen kleinen Jungen, der sich hier irgendwo verlaufen hat, glaube ich. Ja. Oh, hoppla. Hier entlang. Ich komme. Ich bekomme keine Luft. Hier strömt Gas aus. Das macht es dir und Eskat nicht leichter. Ich frage mich, ob der Eingangstunnel noch begehbar ist. Wer weiß. Ruhen wir uns etwas aus, bevor wir weitergehen. Aha. Hier waren wir. Ach, du bist ja ein hässliches Wesen. Das sieht so ein bisschen aus wie der Grinch. Nur in muskulös. Oh. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Drache echt nicht geil ist. Ich dachte die ganze Zeit, jetzt habe ich einen Drachen und der ist voll cool. Aber irgendwie... Nee. Ich glaube, ich muss mal was anderes mitnehmen. Der Drache wirkt halt einfach so, als würde er einfach nichts machen. Der rennt da die ganze Zeit nur blöd durch die Gegend. Und lässt sich verkloppen. Also solche Gefährten suche ich mir normalerweise nicht aus.
Solche hasse ich sogar sehr dolle. Oh ne, diese Scheiße. Ah. Stirb. Einfach nur. Nee, nervt ein bisschen. Ach ne, noch mehr davon. So, einmal ein bisschen ins Gesicht klatschen, dann geht schon. Irgendwie. Ah, hier kommt man doch durch. Sah gerade kurz aus wie eine Sackgasse. Hier ist ein guter Ort für eine Pause. Hm? Ich frage mich, warum Eskert dich so sehr hasst. Ist es nur, weil du ein Dämon bist? Boah! Was war das? Ich hoffe, das war nicht der Eingang. Ich fürchte doch. Die Stützpfeiler waren vermutlich einfach zu alt. Das hat am Anfang echt Spaß gemacht. Ich habe den Tempel zum allerersten Mal aus eigenen Stücken verlassen. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe Angst. Geister, die über deine Ahnen gewacht haben, wachen auch über dich. Selbst wenn ich hier sterbe, wirst du überleben. Ich will keine Priesterin werden. Denn Priesterinnen dürfen nicht mit Dämonen befreundet sein. Ich bin nicht dein Freund. Ich will dich bloß auffressen, so wie alle Dämonen. Du lügst. Irwin, ich will in die Unterwelt gehen. Immer schreiben die Erwachsenen einen was vor, was wir zu tun haben und wohin wir gehen müssen. Ich mag diese Finsternis nicht. Beschwöre deinen Elementargeist, er weiß vielleicht, wie wir hier herauskommen. Hm? Aber ich will nicht wieder zurück. Du musst leben. Aber wenn du diese Welt so sehr hast, zerstöre ich sie für dich. Wir sollten unsere Kräfte so einsetzen dürfen, wie wir es wollen. Ah! Ich so locker Knabber am Ohr gelustibutsch. Jetzt gehören deine Kräfte mir, Geist. Mathilda! Dämon! Was hast du ihr angetan? Wie ich sehe, bist du wieder bei Bewusstsein, Elisha. Ja, schon. Auf wessen Seite stehst du? Bist du auf meiner Seite und kämpfst für Gerechtigkeit? Oder hältst du es mit den... oder hältst du es mit Dena, hilfst Dämonen und machst dir die Menschheit zum Feind? Bin auf deiner Seite. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Was nehmen wir von beiden? Eigentlich mochte ich Dana schon ein bisschen lieber, oder? Dana? Ach, nehmen wir Dana. So sei es. Du musst den Weg akzeptieren, den du eingeschlagen hast. Nein! So willst du mir hier ankommen, Kollege? Ach, jetzt macht der Drache mal was. Na dann musst du halt eben dran glauben, Kollege.
Ich will eigentlich nur Frieden. Und mir ist es egal, was du von Seiten hältst. Da gehe ich mal eben schnell raus. Nein! Ja, das war knapp. So. Ja, komm, greife an. Gehackt! Fleischt. I have the high ground. So sieht für mich aus. Oh, ganz toll. War das jetzt gut oder war das schlecht? Ich weiß es nicht. Oh weia. Naja, wir werden es noch herausfinden, aber nicht jetzt, sondern gleich. Und hallo Tommy!